So, der Raum ist relativ voll, das heißt, ich würde auch langsam mal anfangen. Ich bin Nikola und ich bin der Metatroll dieses Jahr auf der GPN. Die einen oder anderen haben mich wahrscheinlich schon mal gesehen. Und ich werde euch heute einen ganz, ganz, ja, nicht tiefen Einblick geben in die Welt der evolutionären Algorithmen. Ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich an meiner Diplomarbeit sitze, in der ich mich mit solch einem Thema befasse, und weil ich irgendwie nicht dazu komme, was zu machen dafür, habe ich gedacht, ja, das passt ja, dann erzähle ich euch was und ich habe einen Grund dafür zu lernen und mir das mal nochmal anzueignen. Und ja, ich hatte halt angekündigt, dass ich vielleicht auch ein bisschen die konkreteren Verfahren und den Stand der Technik präsentiere, aber ich glaube, dass ich habe mir dann so nach und nach, als ich die Folien entstanden sind, gemerkt, ja, nee, das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Also ich habe so ein paar Papers dabei, wenn es jemand brennend interessiert, können wir uns nachher mal zusammensetzen und gern auch darüber reden. Aber jetzt mal zur Einführung. Und zwar, was habe ich mit euch vor? Ich habe mit dieser tollen neuen Spielesoftware gespielt, die heißt Prezi. Da bin ich halt noch nicht so ganz drin, aber man hat so tolle Überblicke. Wir fangen oben an und gehen dann im Uhrzeigersinn rum. Also wir werden über Evolution, über Informatik sprechen, dann in die genetischen Algorithmen rein, den Robby als Beispiel und dann noch ein paar Vor- und Nachteile besprechen. Also erstmal, was ist Evolution? Evolution kennt man ja eigentlich aus der Biologie oder halt auch von dem lebenden Menschen und Kreaturen und Pflanzen. Man will halt, also das Ziel ist es halt, sich zu verbessern, beziehungsweise sich der Umgebung anzupassen. Weil was ist besser, als der Umgebung angepasst zu sein, dann hat man es ja besser und kann dann halt über alle anderen triumphieren. Dafür hat sich die Evolution halt es gibt so ein paar verschiedene Methoden. Das eine ist halt die natürliche Selektion. Dann gibt es, die ist eigentlich das, was uns dann später, also was uns jetzt später im Vortrag auch deutlich mehr interessieren wird. Es gibt dann auch Genetic Drift, Mutation, das werden wir ansprechen als Punkt von der natürlichen Selektion. Und Gene Flow, das haben wir in unserem Fall jetzt gar nicht, weil da geht es darum, wie Spezies verschiedene Spezies übereinander übergreifend halt DNA teilen oder halt Informationen teilen oder Methoden teilen. So, und als ich mich da hingesetzt habe, dann fiel mir aber irgendwie was anderes ein. Da gab es halt auch dieses Survival of the Fittest. Und als ich da mal geguckt habe, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, oder wie hängt das zusammen, natürliche Selektion und dieses Survival of the Fittest, was man ja immer hört? Naja, das ist diesen Satz, Survival of the Fittest, den hat Herbert Spencer geprägt. Und er war halt kein Biologe im Gegensatz zu Darwin und sein Kollege, die halt die Evolution halt angefangen haben zu beschreiben. Der Spencer, der wollte nämlich dieses Verfahren, was Darwin halt beschrieben hatte, ein bisschen mit mechanischen Termen und halt mit so Abfolgen von Arbeitsschritten halt beschreiben, um diese Theorie in sein Gebiet zu übertragen, und zwar in der ökonomischen Theorie. Also er war halt Ökonom und er wollte halt damit sagen, ja, eine Firma, die halt tolle Produkte herstellt, die verdient mehr, weil die Produkte einfach besser sind und damit halt überlebt der Beste. Also, und ja, für uns jetzt halt, naja, wenn der das machen konnte, das auf sein Gebiet zu übertragen, dann machen wir das auch. Wir übertragen es allerdings jetzt in die Informatik. Informatik, ein Unterpunkt von der Informatik ist die künstliche Intelligenz. Darunter fällt Evolutionary Computation, dafür habe ich leider kein deutsches Wort gefunden. Ich hoffe, ihr akzeptiert mein Deutsch-Englisch-Gemisch. Da gibt es eigentlich drei große Unterkapitel bei Evolutionary Computation. Das sind die evolutionären Algorithmen, die wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer ansprechen werden. Es gibt die Schwarmintelligenz und es gibt andere, und da verrät schon, was die anderen beiden ja sind, Population-Based Meta-Heuristic Methods. Hört sich jetzt irgendwie ganz, ganz nobel an, ist es aber gar nicht. Diese Evolutionary Computation, das sind alles meta-heuristische Methoden. Und in diese meta-heuristischen Methoden, da spielen auch andere Felder rein. Das konnte ich jetzt nicht so toll visualisieren. Aber was da halt noch mit einfließt, ist einmal halt eben Heuristik. Ja, Meta-Heuristik ist eine Spezialisierung davon. Stochastische Suche und Optimisierungsalgorithmen. Und aus der Ecke komme halt auch ich.
Ich habe nämlich ein großes Problem. Ich habe keine vernünftige Lösung, beziehungsweise ich habe eine Lösung, aber die ist nicht besonders toll und die will ich halt optimieren. Und da kann man sich jetzt zum Beispiel was aus diesem Katalog aussuchen. Und bei dieser Metaheuristik, also dieses, ich glaube, das bevölkerungsbasiert, kann man sich so halbwegs vorstellen, was darunter ist. Aber was ist eine Metaheuristik? Ja, eine Heuristik dürfte euch was sagen. Sagt es jemand irgend gar nichts? Das ist halt so eine Messlatte. Ja, sehr vereinfacht gesagt, ist es halt irgendwie so eine Messlatte, dass man halt irgendwie so ein Gütekriterium hat. Und so eine Metaheuristik versucht halt durch iterative Versuche, einen Lösungskandidaten zu verbessern bezüglich eben eines Gütemaßes. Also es ist nicht halt einfach, ich guck's mir an, ist es gut oder schlecht, weg oder weiter, sondern ich sag, ah, okay, der ist nicht so toll, aber vielleicht kann ich den ja noch ein bisschen verbessern. So, wir springen jetzt erstmal in die Schwarmintelligenz rein. Da gibt's halt ein paar Methoden, die sagen vielleicht dem einen oder anderen was. Ich finde es immer total faszinierend, aber das würde halt auch wieder den Rahmen sprengen, deswegen sei es halt hier nur angedeutet, aber man sieht schon, in welche Richtung das geht. Ant Colony Optimization, das Verfahren basiert halt auf Ameisen und wie die halt auf Futtersuche gehen. Und Bee's Algorithm ist sowas ähnliches im dreidimensionalen und ein bisschen anderen Parametern. Particle Swarm Optimization, das sind auch so Vogelschwärme oder Fischschwärme. Also ist sehr an die Biologie gelehnt. Und bei diesen Schwarmintelligenz wird halt ausgenutzt, dass dieses kollektive Verhalten, dass ein kollektives Verhalten hervorgerufen wird durch ein dezentralisiertes, aber selbstorganisiertes System. Also lokal ist es einfach, also eine kleine Ameise allein kann nicht viel, aber halt zusammen bilden die halt ein emergentes, globales Intelligenz. Weil wenn man sich so anguckt, eine kleine Ameise, die kriegt nicht viel hin alleine oder eine kleine Biene, aber wenn man ganz viele davon hat, dann können die plötzlich riesen Bauten bauen oder schwärmen aus und schützen sich vor Bären und verjagen sonstige große Tiere. Also das ist beeindruckend und vielleicht merkt ihr auch, worauf ich hinaus will. In der Robotik wird es ja ganz oft genutzt, naja, lieber viele kleine, unintelligente Maschinen zu haben mit einfachen Regeln als ein riesengroßes Koloss mit 1 Milliarde Regeln drin, die man eh nicht verbessern kann. Aber das nur zum Ausflug. Wir wollen eigentlich zu den evolutionären Algorithmen. Da gibt's auch ein paar verschiedene Verfahren. Uns interessiert das erste, darauf gehe ich gleich gesondert ein. Genetisches Programmieren ist sehr, sehr ähnlich. Da macht man halt nicht einen Lösungsansatz, sondern da nimmt man das ganze Programm als genetische DNA und man baut tatsächlich irgendwie verschiedene Statements und If-Statement um und setzt die Klammern anders und versucht dadurch zu optimieren. Wie gesagt, das ist so ähnlich zu genetischen Algorithmen, da sage ich gleich mehr. Evolutionäres Programmieren und evolutionäre Strategien, das ist heutzutage fast ein und das Gleiche. Darunter fallen zum Beispiel so Sachen, wenn man Kovarianzmatrizen optimieren will. Man hat irgendwie eine große Matrix mit irgendwelchen Zahlen, die was Tolles bedeuten und man will die Zahlen irgendwie besser machen, weil da gibt es irgendwie Abhängigkeiten und da kann man halt schrittweise immer wieder versuchen, eine Lösung zu verbessern, um halt die noch bessere Lösung zu kriegen. Und bei der Neuroevolution, da geht's auch, das ist ein anderes Gebiet, das sind dann künstliche neuronale Netze. Die muss man ja, falls ihr wisst, wovon ich rede, da muss man ja irgendwelche Gewichtungen abgeben und das kann man auch durch evolutionäre Algorithmen verbessern. So, genetische Algorithmen. Ist gar nicht so viel dahinter, ja, wenn man irgendwie ein Problem hat oder halt, ja, egal, es ist jetzt eigentlich komplett von der Informatik gelöst, ja. Man baut sich halt irgendwie Kandidaten, die bilden eine Bevölkerung. So, und diese Kandidaten lösen ein Problem, jeder einzeln für sich allein. So, wenn man dann die Kandidaten sich anschaut, kann man sich ja angucken und gucken, hey, wie gut warst du denn? Bei einem Menschen könnte das sein, wie lange hast du überlebt? Oder also bist du schnell genug von dem Löwen weggerannt? Bei einem Algorithmus ist es dann meistens so, ja, rechne die Funktion so und so und ja, wie gut ist dein Ergebnis? Anhand dieser Bewertung sucht man sich dann meistens die besseren aus, Survival of the Fittest eben.
Man sollte aber auch darauf aufpassen, dass ein paar Schwächere dabei sind, einfach um die ein bisschen Variation drin zu haben, und dann werden diese Erkorenen zu Eltern gekürt und die können sich dann vermehren. Dann gibt's da halt genetische Operatoren, ganz wie in der Natur auch. Also zum einen ist es die Rekombination, nennt sich halt bei der Computerseite halt Crossover. Ja, wie zwei Elternteile, ein Teil kommt von der Mutter, ein Teil kommt von dem Vater, das rekombiniert sich und damit halt wieder auch, das ist auch von in der Natur so, damit es halt ein bisschen Varietät gibt, gibt's auch die Mutation, die ist von keinem abhängig. Ja, und das war's dann auch. Dann fangen wir wieder von vorne an und machen das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis wir dann hoffentlich irgendwann ausreichend gute Kandidaten haben. Wie ihr an meiner vorsichtigen Formulierung schon merkt, ist das natürlich auch ein Nachteil, den ich ganz am Ende geschrieben habe. Ja, irgendwann hat man ein ausreichend Gutes. Ja, das heißt noch nicht, dass man das Beste hat und man weiß nicht wann oder wie lange das dauert. Aber gut, das sind ja darüber noch später mehr. Aber das ist eigentlich das Rezept, das ist super simpel, das sind drei Schritte. Fang irgendwo an, guck mal, wie sie performen, such dir ein paar aus, die ein bisschen besser waren als die anderen und die machen halt hoffentlich noch bessere Nachkommen. Damit es nicht so trocken bleibt, habe ich hier ein kleines Beispiel. Das habe ich aus dem Buch von Melanie Mitchell, nennt sich Complexity a Guided Tour. Das ist jetzt nicht speziell für genetische Algorithmen, sondern generell für Komplexität. Aber Melanie Mitchell ist halt auch jemand, der tatsächlich aktuell auch stark vorne an der Front der Forschung ist und halt sich mit solchen Themen beschäftigt. So, sie hat sich halt überlegt, so als einfaches Einführungsbeispiel, wir haben in einem Feld, also wir haben ein Zimmer, das ist irgendwie in 10 mal 10 Felder geteilt und wir haben da einen kleinen Roboter, der Müll aufheben soll. So, der Roboter, der sieht halt nur die Felder nördlich, südlich, westlich und östlich von sich und da, wo er draufsteht, aber viel weiter sieht er nicht, fehlen halt ein paar Sensoren, ist halt ein einfacher Roboter. Der kann halt die Aktion ausführen, geh in eine bestimmte Richtung oder bleib stehen oder geh zufällig irgendwo hin oder heb was auf. Das ist alles, was der kann, mehr kann der nicht. So, und dieser Raum mit den 100 Feldern, da ist auf jedem Feld die Wahrscheinlichkeit 50%, dass da irgendwie Müll liegt. Also hier ist es halt eine Dose. Gut, jetzt fehlt halt natürlich noch das Gütekriterium. Woran messen wir, wie gut dieser Roboter ist? Ja, und das machen wir mit dieser Fitness-Function. Und wir sagen, naja, also wenn du gegen die Wand läufst, ist es halt, das wollen wir nicht. Also das ist halt, das kann einfach keinen Sinn haben, dass du gegen die Wand kleist. Zumal du kannst sie ja sehen, du siehst ja, was um dich herum ist. Gegen die Wand ist halt mal ganz, ganz schlecht. Wenn er sich bückt und halt was aufhebt, aber da war nichts zum Aufheben, das ist halt auch Quatsch. Ich meine, das hätte er ja auch wissen können. Aber gut, das ist halt nicht so schlimm wie gegen eine Wand rennen, weil da kann er sogar noch kaputt gehen, also geben wir dem minus 1 Punkte, wenn er das macht. Aber wenn er dann mal zufällig oder gewollt hoffentlich mal was aufhebt, wo was ist, das ist natürlich das Verhalten, was wir haben wollen und dafür belohnen wir ihn und geben ihm 10 Punkte. Das sieht dann grafisch dargestellt ungefähr so aus. Ja, wir haben ja sehr, sehr einfache Zeichnung. Wir haben 10 mal 10 Felder mit verschiedenen Dosen irgendwo liegen. Okay, jetzt sind halt ein paar weniger. Also wie gesagt, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit 50%, aber jetzt ist zwar jetzt einfach mal irgendwie so ein Snapshot von irgendeiner Session. Okay, jetzt wissen wir also, wie man so einen genetischen Algorithmus baut. Jetzt wissen wir, okay, dieses Beispiel können wir wahrscheinlich mit einem genetischen Algorithmus verbessern. Aber ja, und wie mache ich das jetzt? Naja, also einen Lösungsansatz, also ein Lösungskandidat, also ein Teil unserer Bevölkerung, ist halt das Programm, was der Roboter hat. Kann man ja so sehen. Also wenn der Roboter, ich habe 100 verschiedene Roboter in 100 verschiedenen Räumen, die haben 100 verschiedene Programme und je nachdem, wie gut die Müll aufheben oder nicht, werden die halt bewertet. So, jetzt kann man sich, das ist ein super einfaches Beispiel, das heißt, man kann es auch super einfach durchrechnen. Der Roboter sieht halt immer 4 Felder um sich herum und sein eigenes Feld. Und die Felder können, also er sieht 5 Felder und jedes Feld kann halt eine Wand sein,
kann leer sein oder kann Müll haben, eine Dose haben. So, ganz einfache Mathematik, 3 hoch 5 sind 243 Zustände, die ein Roboter haben kann, bezüglich allem, was seiner Welt, also nicht der gesamten Welt, sondern nur die er sieht. So, und für jedes dieser Zustände kann er eine von 7 Sachen ausführen, eben diese in die 4 Richtungen, stehen bleiben, aufheben oder Zufallsbewegung. Okay, und wenn wir das jetzt zusammen kombinieren, dann haben wir praktisch, könnte man sich überlegen, okay, ich mache mir irgendwie so einen String, der ist 243 Zeichen lang. Der Roboter weiß, okay, wenn ich 4 leere Felder sehe und ich bin auf einem vollen, dann führe Auktion X aus. Und das könnte oder sollte ja in dem Fall dann aufheben sein. Wir haben jetzt natürlich, ich habe es mir einfach gemacht, weil wir sind ja faul, bei den 3 hoch 5 Zuständen, da sind jetzt natürlich auch Zustände, wo so nach dem Motto, rechts von mir ist eine Wand, links von mir ist eine Wand, oben ist eine Wand, unten ist eine Wand und ich bin selber auf einer Wand. Der Zustand wird halt nie vorkommen, aber das Tolle ist halt, das ist uns vollkommen egal. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir Menschen auch irgendwelche DNA-Reste haben, die wir halt nicht brauchen oder nie brauchen werden oder nie abgeklappert werden. Wir führen die halt als Müll rum. Und in der Tat ist es tatsächlich so, dass irgendwie der menschliche Körper halt, also der Mensch oder die Natur halt eigentlich nur ein Bruchteil von dem DNA-Gut und dem Erbgut benutzt. Okay, jetzt könnten wir natürlich gleich mit anfangen, aber wir wollen ja sehen, ob der genetische Algorithmus besser funktioniert als das, was wir können. Das heißt, bevor wir jetzt anfangen, überlegen wir uns erstmal, ja, Moment, was könnten wir denn machen? Ein bisschen zu groß der Raum, sonst würde ich euch fragen und eure Ideen sammeln. Aber naja, also ich glaube, also so die einfachste Regel ist natürlich, wenn ich auf dem Feld bin, wo egal was um mich herum ist, wenn ich auf dem Feld bin mit einem Müll, dann sollte ich mich halt runterbücken und das aufheben. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das irgendwie ziemlich sinnvoll ist. Okay, was könnte man denn noch machen? Naja, wenn ich halt irgendwas sehe in meiner Umgebung, dann, und da ist Müll drauf, dann könnte ich da hinfahren und das aufheben. Hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, ja, was mache ich, wenn ich an 2 Feldern um mich herum was sehe? Naja, dann können wir halt nicht wissen. Sagen wir einfach, es geht einfach zu einem der beiden. Es ist uns relativ egal erstmal. Wir wollen uns ja nicht zu viel den Kopf zerbrechen. Was noch? Ja, was ist, wenn wir nichts sehen? Ja, wenn wir nichts sehen, dann fahren wir irgendwie zufällig. Wir haben ja die tolle Funktion. Wir können uns zufällig bewegen. Was wir halt auch vermeiden sollten, ist, gegen eine Wand zu fahren. Also das könnten wir vielleicht auch noch einbauen, dass wenn wir irgendwie eine Wand sehen, dann biegen wir nach links ab, weil dann haben wir irgendwie ziemlich sicher einen Algorithmus, dass wir nie gegen die Wand knallen. Ja gut, das ist jetzt einfach eine einfache Beschreibung. So, man könnte sich jetzt hinsetzen oder man sollte sich jetzt hinsetzen und halt aufschreiben für jeden der Fälle, was führe ich für eine Aktion aus. Ja, und dann passiert zum Beispiel sowas. Ich bewege mich zufällig irgendwo hin, sehe eine Wand, fahre nicht dagegen. Dann bewege ich mich weiter zufällig, weil ich sehe ja nichts. Irgendwann bin ich halt in der Nähe von so einer Dose, sehe die Dose und denke mir, hey, ich gehe zu der Dose, heb sie auf. Dann gehe ich weiter, sehe aber nichts, gehe weiter. Irgendwann komme ich durch Zufall an eine andere Dose. Hey, da liegt eine Dose, ich gehe da hin und heb sie auf. Das ist so der Algorithmus, die Idee, die halt auch Melanie Mitchell hat. Und als DNA sieht es halt dann so aus. Ja, da ist es halt, ja, ich habe halt keine Monospaced Font gefunden, aber das sind 243 Zeichen. Die erste Stelle ist zum Beispiel, wenn alles leer ist, die allererste Stelle ist der Fall, oben, unten, links, rechts auf der aktuellen Stelle ist leer. Was mache ich da? Aktion 6. Aktion 6 entspricht Zufallbewegung. Das zweite ist halt, oben, unten, bla, leer, hier überall leer, außer im Osten, da ist irgendwas da. Und 5 ist die Aktion, gehe nach Osten. Also so kann man sich das, man kann halt genau ablesen. So, und man sieht halt jetzt auch sehr toll, das ist eigentlich fast vergleichbar wie eine DNA, wo halt irgendwelche Informationen drin kodiert stehen. Und je nachdem, wo ich gerade bin oder was ich gerade brauche, kann ich genau hingehen, ablesen, was ist die nächste Aktion, die ich ausführe. So, die Melanie Mitchell hat das dann laufen lassen. Ja, und zwar als genetischen Algorithmus. Sie hat eine Anfangsbevölkerung von 200 ausgewählt
sie hat 1000 Generationen durchlaufen lassen. Und für jede Generation hat sie für jedes Individuum, also sie hat für jede Generation 100 Szenarien aufgebaut, ja, um zu sehen, ob es nur dieser eine Feld ist oder ob es halt, wie gesagt, der Müll liegt ja zufällig, also 100 verschiedene Szenarien. Und jeder Roboter von der Population durfte auf jedem Szenario 200 Aktionen ausführen. Und dann hat man halt geguckt, wir hatten ja die Punkte, die Fitness-Function haben wir ja besprochen, wie viele Punkte haben die Leute? Oder haben die Individuen die verschiedenen Lösungsansätze? So, das heißt, man hat dann tatsächlich eine Liste, irgendwie Kandidat 1 hat so viele Punkte, Kandidat 2 hat so viele Punkte. Das kann man dann nach sortieren, nach wie viele Punkte haben die verschiedenen Leute. Und natürlich die Besseren, Survival of the Fittest, die Besseren haben jetzt bei der Reproduktion haben halt eine höhere Wahrscheinlichkeit genommen zu werden und Kinder zu erzeugen. Okay, also man sucht sich jetzt, man sortiert die nach Erfolg, man nimmt probabilistisch halt jeweils die Besseren, man sucht sich zwei aus, dann gibt es das sogenannte Crossover, das heißt, also ein Random Split ist es in dem Fall gewesen, also als Crossover, ich habe zwei DNA-Strings, ich suche mir zufällig eine Stelle aus, zum Beispiel die 10. Dann nehme ich von Elternteil A die ersten 10 und vom Elternteil B die anderen Steige und tue sie zusammen zu einem Kind und von dem ersten Parent der Rest, den ich nicht benutzt habe und von dem zweiten den Anfang, den ich nicht benutzt habe, kombiniere das und das ist mein zweiter Nachkomme. So, dann gibt's auch ein kleines bisschen, also nachdem die sich jetzt gepaart haben und sich die DNA ausgetauscht haben, gibt's auch ein bisschen Mutation, damit halt auch mal ein anderes Verhalten, was vielleicht gar nicht existiert hat, eine Möglichkeit hat. Ja, und das wurde dann 1000 Generationen lang gemacht und so weiter und so fort. Und sie hat halt geguckt, ihr Roboter, also ihr zugegebenermaßen nicht besonders kluger Roboter, hatte eine Score von durchschnittlich 346. Also das Höchste sind ja 100 Felder, jedes Feld hat 50% Wahrscheinlichkeit, eine Dose zu haben. Die höchste Score, die man erzielen kann, ist ungefähr 500. Ihr Roboter, dieser simple Algorithmus, der hier auch aufgemalt ist, der hatte irgendwie durchschnittlich 346, was ja schon mal nicht schlecht ist. Also der hat irgendwie so 34, 35 Dosen halt durchschnittlich aufgehoben. Dann hat sie den genetischen Algorithmus laufen lassen. Und was man halt auch bedenken soll, die Anfangsbevölkerung, die ist vollkommen willkürlich. Das waren irgendwelche Zahlen, sie hat nicht mit dem angefangen. Sie hat irgendwelche random Numbers eingegeben und es dann einfach dem genetischen Algorithmus überlassen. Und tatsächlich der Beste, der dann rauskam nach 1000 Generationen, der hatte eine Bewertung von 483 Punkten. Und wie gesagt, wenn man berücksichtigt, da liegen durchschnittlich 50 Dosen auf dem Boden, für eine Dose kriegt man 10 Punkte, sind 480 Punkte, schon verdammt gut. Naja, und jetzt weiß man halt, okay, es gibt eine bessere Lösung, was macht die denn eigentlich besser? Das hat sie sich natürlich angeguckt. Und sie hat halt zwei Verhalten festgestellt, die sie halt gar nicht bedacht hatte. So sieht übrigens die DNA dazu aus. Ja, zum einen geht der Roboter nicht, wenn er nichts sieht, geht er nicht willkürlich irgendwo hin, sondern er geht immer Richtung Osten. Wenn er dann gegen eine Wand sieht, dann biegt er nach links ab. Und ackert so das Feld gegen den Uhrzeigersinn ab. So, dann findet er natürlich ab und zu mal eine Dose und hebt sie auf. So, und das ist natürlich jetzt viel effektiver, ich gehe mal zurück, als irgendwie zufällig, weil man sieht ja hier, die ist halt zwei, dreimal teilweise der Roboter auf demselben Feld gewesen, das bringt halt gar nichts. Ja, wir wissen, dass da nichts ist und dass in der Umgebung nichts ist. Da ist so eine Strategie halt schon deutlich besser. Das war das erste Verhalten, aber gut, zugegebenermaßen, dieses Verhalten hätte man sich selber auch überlegen können, ja, den Ariadne-Faden und sowas, ja, im Labyrinth will man möglichst an dem Rand gehen und wenn ich halt was sehe, dann, ja, das geht ja, also das kann man sich ja noch so ein bisschen nachvollziehen. Ist halt interessant, dass es von alleine auch funktioniert hat, aber das ist ja jetzt nicht so besonders herausragend. Aber was sie jetzt festgestellt hat, es gab noch ein zweites Verhalten, was geholfen hat. Bevor ich starte, das ist ein kleines Video, die Präsentationssoftware ist leider so doof und zeigt am Ende wieder das erste Frame, deswegen sieht man am Ende nicht die Zusammenfassung, aber der Roboter startet und hat halt verschiedene Mülltonnen, er sammelt verschiedene Müll, er sammelt das erste auf,
10 Punkte, dann guckt er rechts, guckt er links, er sieht, da ist auf beiden was und entscheidet sich jetzt zufälligerweise für das Ungünstigere. Ja, er geht halt nach links und sammelt das Linke auf, aber wenn er nach rechts gegangen wäre, dann hätte er wahrscheinlich die anderen zwei auch noch mitgenommen. Allerdings wäre, selbst wenn er nach rechts gegangen wäre, hätte er trotzdem die anderen verpasst. Und der Algorithmus, der genetische Algorithmus, oder die Regel, der genetische Algorithmus rausgebracht hat hingegen, die hat sich intelligenter verhalten. Weil die hat erstmal geguckt, wenn ich rechts und links was sehe, dann gehe ich erstmal nach links, ohne es aufzuheben. Und erst wenn ich dort nichts sehe, dann gehe ich weiter nach rechts und sammle alles auf, was in der Umgebung ist. Das war ihr aufgefallen, weil sie halt so ein paar Punkte sich angeguckt hat in der DNA und gesehen hat, naja, es gibt halt schon mehrere Fälle, wo selbst wenn Müll auf der Stelle liegt, der Roboter das nicht aufhebt. Und da hat sie gedacht, ja, das kann doch nicht sein. Ich meine, das macht doch keinen Sinn, den Müll liegen zu lassen. Aber in diesem Fall doch, weil unser Roboter ist halt zugegebenermaßen sehr simpel. Der hat halt kein Gedächtnis, ja, weil sonst wäre das ja irgendwie sinnlos. Aber indem er halt in diesem Fall die Dose liegen lässt, hat er sich ja praktisch ein Gedächtnis erzeugt, weil er weiß, wenn ich links gehe, dann sehe ich den hier immer noch. Also das weiß er nicht, aber das Verhalten hat sich halt so entwickelt. Ja, und dann heißt, wenn ich erstmal an den einen Rand von dem Müllfeld gehe und ich tatsächlich weiß, okay, wenn ich hier starte, dann sehe ich immer den nächsten, dann kann er ja alles aufheben. Und das ist halt schon eine erstaunliche Erkenntnis, weil ja, okay, das ist jetzt nicht so advanced, dass man nicht hätte vielleicht selber drauf kommen können, aber das Verhalten dann dafür zu programmieren oder halt in diesen relativ einfachen eigentlich gehaltenen String von DNA, das würde ich dann doch sagen, das wäre halt auch für uns hackeraffinen Menschen trotzdem noch immer noch eine Herausforderung gewesen. Gut, jetzt haben wir halt gezeigt, was es alles so Tolles kann. Da hinten ist eine Frage, ja bitte. Ich höre dich nicht. So ein bisschen lauter reden. Ja, das ist halt, muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, das kann durchaus sein. Wobei die Sache ist, also die Frage war, ich soll sie ja wiederholen ins Mikro, was ist, wenn es ein Kreis ist? Dann sieht er ja immer zwei und wird wahrscheinlich dann im Kreis laufen. Das, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ich kann mir aber gut vorstellen, dass er das macht, aber du musst berücksichtigen, es sind ja Zufallsszenarien. Das heißt, wenn es einen Kreis gibt, dann kann es sein, dass er zufällig mal der eine bleibt halt hängen, aber auf den 100 anderen 199 Szenarien ist er verdammt gut und dann, ja, ich meine, selbst der stärkste und intelligenteste Mensch oder das stärkste und intelligenteste Tier kann immer noch stolpern und in einem Canyon reinfallen und dann ist es tot und dann bringt ihm seine super tolle DNA auch nicht mehr weit. Also er argumentiert, dass wahrscheinlich irgendwie dieses System funktioniert, dass er in irgendeine Ecke sucht. Ja, also wenn, sagen wir mal, unten links, dann wird er halt immer nach links gehen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann immer nach unten. Aber dass dann wahrscheinlich dieses Verhalten dann eben irgendwann eine Ecke sich aussucht, zu starten und dann trotzdem Müll aufzuheben. Wie gesagt, aber selbst wenn er im Kreis läuft, ja, dann ist es halt ein Fall, wo es nicht gut ist, aber dann gibt's halt immer noch viele, also dann ist er immer noch besser als jemand, der die ganze Zeit gegen die Wand rennt. Da ist nochmal eine Frage. Ja, Moment, er kriegt ja, in diesem einen Fall kriegt er 0 Punkte, wenn er die ganze Zeit im Kreis läuft. Okay, aber er läuft ja nicht nur ein Szenario ab. Das hatten wir ja sichergestellt, nämlich als wir gesagt haben, jeder Kandidat hat die Möglichkeit, was waren's, bevor ich was Falsches sage, auf 100 verschiedenen Feldern abzulaufen. Das heißt, ja, klar, es kann Fälle geben, wo er halt 0 Punkte hat,
Aber es kann durchaus auch Fälle geben, wo er alle 50 Dosen kriegt. Ich meine, der Durchschnitt ist ja auch 483. Also perfekt ist er ja auch nicht. Sonst wäre es ja 500. Aber klar, es gibt sicher Fälle, wo der halt nicht besonders gut ist. Naja, ich würde ihn ja nicht aussortieren, wenn, also wie gesagt, er hat ja 100, wenn er 100 Durchgänge macht und in dem einen macht er 0 und in den allen anderen sagen wir mal 400, dann würde ich bilde ja sowieso einen Durchschnitt drüber. Das heißt, dann hat er halt einen Durchschnitt von 390 oder 399 und dann ist er immer noch sehr gut im Durchschnitt zu seinen Kollegen. Ja, also wie gesagt, es kann durchaus mal passieren, aber das interessiert uns eigentlich alles gar nicht. Wie vorhin das Beispiel, selbst der stärkste Löwe, dem kann irgendwie durch einen Blitz erschlagen, dann bringt es auch nichts. Ist halt ein Zufall, das ist dann in einem Fall, wo es halt nichts gebracht hat, aber trotzdem ist, wäre er ja eigentlich ganz gut. Okay. Jetzt haben wir halt gesehen, wie toll das alles ist, ja? Und jetzt ist halt die große Folie mit viel Text. Naja. So ein genetischer Algorithmus hat halt auch seine Nachteile. Also ein genetischer Algorithmus hat auch ganz große Nachteile, weswegen der eigentlich nur dann benutzt wird, wenn halt nichts anderes geht. Ja, wenn man es natürlich durchrechnen kann, wie in so einem simplen Beispiel, ich meine, 243, was sind 243 hoch 7? Das sind alle möglichen Robbys, die es irgendwann mehr geben kann. Das kann man ja auch mal runterrechnen. Ja, okay, das sind noch ein paar mehr, weil die ganzen Felder dann noch beschrieben werden müssen, aber das ist eigentlich noch bei heutiger Rechenleistung zu bewerkstelligen. Aber was ist, wenn man halt so dieses Traveling Salesman Problem hat? Also etwas, von dem man weiß, es ist sehr, sehr schwer. Oder was die Physiker halt oft haben, wenn sie plötzlich immer mehr und mehr Dimensionen haben und mehr Variablen in deren Formel, diese, für die sie eine Lösung haben wollen. Da bietet sich's halt an, weil da kann ich, es ist, also wie viel Variablen das hat, ist mir relativ egal. In die Richtung läuft auch so ein bisschen meine Diplomarbeit. Und mein Suchraum kann noch so groß sein. Ich werde hoffentlich eine vernünftige Lösung kriegen. Es steht halt ein bisschen weiter unten. Es ist allerdings nicht garantiert, dass man die beste Lösung kriegt. Es ist auch nicht garantiert, dass man überhaupt eine gute oder eine sehr gute Lösung kriegt. Ja. Durch die Mutation will man zum Beispiel lokale Optima vermeiden. Ja, es kann natürlich sein, dass irgendwie ein bestimmtes Verhalten sehr gut ist, aber durch dieses Verhalten halt das größere, bessere Verhalten nie erreicht werden kann. Ich will jetzt nicht zu mathematisch werden, weil es soll ja nur Grundlagenvortrag sein. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es, spezialisieren sich ja alle Roboter oben links ins Eck zu gehen. Was aber vielleicht ganz gut ist, von unten nach oben das Feld abzusuchen, aber dann wird man nie irgendwie die anderen Ecken erreichen. Ja, also man kann durchaus hängen bleiben und deswegen ist auch diese Mutation so wichtig, weil wenn halt irgendwie alle Eltern dann dieses eine Verhalten aufweisen, dann ist es ganz nett, wenn mal irgendjemand probiert, mal was anderes zu machen und wenn es dann gut genug ist, dann wird es in der nächsten Generation sich wieder Verbreitung finden, wird es wieder Verbreitung finden. Okay, gehen wir nochmal von oben nach unten. Also man benutzt es halt, wenn man nichts anderes Besseres weiß. Ja, dann kann man halt, oder wenn man halt zu viele Variablen hat, dann ist es eine Möglichkeit, das Problem zu optimieren oder die Lösung zu optimieren. Was halt kritisiert wird, ist halt diese fehlende Unterscheidung zwischen Phänotyp und Genotyp. Genotyp ist alles das, was in der DNA steht oder alles das, was beschrieben wird. Und Phänotyp ist alles das, was zum Ausdruck gebracht wird. Das Beispiel ist Muschelmuster. Ja, die DNA ist immer gleich, aber das wirkt sich halt irgendwie anders aus. Dann die haben halt verschiedene Muster auf der Muschel. Und hier so ähnlich. Der Phänotyp ist halt deutlich größer. Das war das vorhin beschriebene Fall von 4 Mauern um einen Roboter herum. Der Fall, dem wird's nicht geben. Den gibt's also im Genotyp. Aber die dazugehörige Aktion wird nie im Phänotyp auftauchen, weil es einfach komplett wurscht ist. Also der beste Roboter kann man an bestimmten Stellen halt Zeug ersetzen und es ändert sich nichts. Was halt jetzt die Biologen natürlich so ein bisschen kritisieren oder stärker kritisieren, ist,
dass bei Lebewesen gibt es eine Embryogenese. Das heißt, wenn sich dann zwei Lebewesen gepaart haben und die DNA ausgetauscht haben, dann gibt es ja erstmal ein Embryo und das entwickelt sich weiter. Und wenn da halt jetzt irgendwie eine Mutation drin war, die überhaupt gar keinen Sinn macht, wie zum Beispiel das kein Herz, dann weiß man ja eigentlich schon, naja, okay, das ist jetzt totaler Quatsch, das Kind auf die Welt zu bringen und versuchen aufzuziehen und Löwen zu jagen, weil ohne Herz geht das halt nicht. Und da hat sich halt die Natur halt als Aushilfe geschaffen, naja, dann gibt's halt eine Fehlgeburt, so traurig das halt ist. Aber wenn der Körper sieht oder wenn der weibliche Körper bei uns halt sieht, das Kind hat überhaupt keine Überlebenschancen, dann kommt es gar nicht erst zur Welt. Während wir bei der vereinfachten Version, bei der Informatiker-Version, wir paaren einfach zwei, wir nehmen die DNA und schmeißen die halt in die Welt. Und stellt man sich vor, zwei Elternteile, der eine hat einen coolen Suchalgorithmus, der andere hat die Idee, immer wenn er irgendwie was sieht, was aufzuheben. Ja, und jetzt schneiden wir das und zufällig erwischen wir genau die zwei Teile. Das heißt, der eine Nachkomme hat ja dann sucht gut und hebt alles auf. Und der andere sucht schlecht und hebt nichts auf. Ich meine, dass das halt nichts bringen wird, das könnte man sich ja denken. Das Problem ist halt, man will sich halt das Leben nicht schwer machen. Man müsste ja jetzt praktisch nochmal eine Bewertungsfunktion haben, die sich halt diese DNA-Stücke anguckt und sagt so, ja, nee, das hat gar keinen Sinn oder das hat Sinn. Und das spart man sich sozusagen, indem man sie einfach durchlaufen lässt, braucht halt irgendwie 3 Millisekunden länger der Algorithmus und dann sieht man, dass er halt eine Wertung von 0 hat und dann ist es eh egal, dann fliegt er hoffentlich beim nächsten Mal raus. Was man halt auch nicht weiß, ja, das war bei diesem vorsichtig formulierten Satz vom Anfang, irgendwann, ja, die Frage ist halt, wann hören wir denn auf? Ja, ich habe jetzt diese Zahlen, das sagt auch die Autorin halt, die sind vollkommen willkürlich ausgesucht. Ich glaube das zwar nicht ganz, aber naja, ich könnte es ja nochmal 2000 Generationen lang laufen lassen. Vielleicht wird es dann auf 400, statt 483, wie das ist, vielleicht dann durchschnittlich auf 485, aber naja, das ist so nah am Optimum, da kann man sich denken, dass es vielleicht doch nicht so viel besser wird, aber bei einem größeren Problem, da hat man echtes Problem, wann höre ich denn auf? Wann ist die Lösung gut genug für mich? Und es ist dann tatsächlich, dass man halt oft sagt, so, naja, meine Lösung, die ich durch jahrelanges Rechnen bekommen habe, die ist so und so gut. Und wenn der genetische Algorithmus halt schon anfängt, besser zu werden, dann kann ich eigentlich an jedem Schritt aufhören, weil die ist auf jeden Fall besser. Aber es sagt mir halt niemand, ob das dann sich lohnt, weiterzumachen oder nicht. Das hängt halt auch damit zusammen, wie gut bin ich und wie weit bin ich. Also gibt's noch Potenzial, sich zu verbessern oder nicht? Das kann ich halt alles nicht ablesen. Ich kann immer nur eine Aussage treffen über den aktuellen Kandidaten, ob der gut ist oder nicht. Aber eben, ob es dieses Potenzial gibt, wissen wir nicht. Und was halt super, super ärgerlich ist und was eben solche Analysen, wie wir sie gerade gemacht haben, so im kleinen Rahmen halt erforderlich macht, ist die Tatsache, wir wissen nicht, warum das an diese Stelle gekommen ist. Ich meine, warum hat ein Mensch 2 Arme? Warum nicht 3? Ich kann mir vorstellen, dass jeder wird zustimmen, wenn wir sagen, mit 3 Armen wäre es besser. Aber die Natur hat sich irgendwann entschieden, dass wir 2 Arme haben. Klar, man kann sich überlegen, ja, das ist symmetrischer, 3 wäre halt vielleicht unsymmetrisch. Aber gut, man weiß es halt nicht so genau. Und eben deswegen muss man sich halt hinsetzen und da gibt's halt auch Bücher voller Skizzen und es ist ganz nett, weil ich habe so ein Paper von Zellularautomaten, die halt irgendwie was machen und dann, also beschreiben erst den Algorithmus, lassen das laufen, stellen das Ergebnis vor, das sind die ersten 5 Seiten und die anderen 73 Seiten sind dann irgendwelche Analysen von irgendwelchen Bildchen, was da rausgekommen ist, wo sie sich halt überlegen, warum ist da jetzt bei Generation so und so viel dieses Verhalten aufgetaucht und das hat sich durchgesetzt und was macht es und warum ist es gut? Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, wenn man sagt so, hey, ich will es mir einfach machen, ich mache einen genetischen Algorithmus, habe meine tolle Lösung und ich dann trotzdem noch 10 Jahre forschen muss, um zu verstehen, warum ist die denn so? Das heißt, wenn man tatsächlich irgendwie es nötig hat zu verstehen, warum dieses Verhalten jetzt tatsächlich gut ist, dann ist halt ein genetischer Algorithmus halt nicht so sinnvoll.
Ja, und plötzlich merkt man, naja, ich sag jetzt mal in der Industrie, so ein Industrieroboter, der am Fließband irgendwas schweißt, natürlich könnte man jetzt mit einem genetischen Algorithmus optimieren, aber da ist es wahrscheinlich eher gewünscht, dass man genau sagen kann, wann was passiert, mehr als, ja, das läuft schon und der macht es schon richtig zu 99,9%. Also 99,9% wäre ja echt nicht schlecht, aber da wünscht man sich vielleicht, naja, aber ich will schon verstehen, was er da macht und warum er das macht. Dann schreibe ich es mir lieber selbst und habe 99,8, aber wenn da was schief läuft, dann weiß ich, wo ich Hand anzusetzen habe. Und dann habe ich noch diesen Satz gefunden, no free lunch in search and optimization. Das ist natürlich auch ein Argument, das kann man bei jedem Optimierungsalgorithmus dazu bringen. Es geht halt darum, dass bei Suche und Optimierung, wenn man das Problem oder wenn man die Methode ausreichend verallgemeinert, dann kann man eigentlich jede Optimierungsmethode oder Suchmethode halt anwenden. Das heißt, was man damit sagen will, ist, man kann jetzt nicht oder man sollte vermeiden, jetzt hinzugehen, ich muss das optimieren, ich nehme einen genetischen Algorithmus oder ich nehme den und den Algorithmus, das klappt dann. Man sollte sich halt schon im Klaren sein, warum jetzt welches Verfahren besser ist. Also, wenn ihr da Raumschiffe in Lua programmiert, dann ist es vielleicht nicht so ganz empfehlenswert, egal wie cool jetzt genetische Algorithmen sind, hinzugehen und halt das in Lua implementieren und hoffen, dass die Raumschiffe in Runde 50 dann besser werden. Gut, ansonsten bin ich so am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich. Und falls ihr noch Fragen habt, ja, die Spielereien am Ende. Falls ihr noch Fragen habt, stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung. Da hat sich jemand gemeldet, ja? Ja, genau. Also du hast recht, das ist natürlich auch ein Problem. Achso, die Frage wiederholen. Wie setze ich denn die Bewertung an? Also diese Fitness-Function, die ja eine große, große Rolle spielt und das ist auch tatsächlich ein großes Problem. Wie setze ich die an? Also ich hätte ja sagen können, gegen eine Wand fahren bringt nur -1 und nichts aufheben bringt -10. Im Idealfall, das hast du schon auch richtig gesagt, im Idealfall ist es so, dass irgendwann, solange halt negatives Verhalten negativ bewertet wird und positiv positiv, irgendwann sollte es dann trotzdem zu den ähnlichen Ergebnissen kommen. Also, ja, aber du hast recht, es ist tatsächlich ein Problem, wie setze ich das an, was bestrafe ich und was will ich loben, damit es halt weiterkommt. Im Gegensatz zu der Anfangsbevölkerung, die man tatsächlich willkürlich aussuchen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung mit. Das ist auch, als ich vorhin gemeint habe, ich glaube es ihr nicht wirklich, wenn sie sagt, dass das vollkommen willkürliche Werte sind. Weil als ich damit rumgespielt habe, wenn ich die Bevölkerung kleiner gemacht habe oder die Mutation zu groß, dann kamen plötzlich vollkommen andere Werte raus und nie so gut, wie sie die erreicht hatte. Das fand ich halt ein bisschen ärgerlich, weil das ist dann doch nur so ein Allgemeinwissen. Es ging halt nicht genug in die Tiefe. Aber ja, in der Tat, eben auch Bewertungsfunktionen erstellen, da muss man sich halt sehr viel Gedanken machen. Das war jetzt ein einfacher Fall, ja. Da gibt's halt zwar ein positives Verhalten und zwei negative. Man könnte ja auch sagen, also gegen die Wand ist -10, falsch aufheben ist -5 und wir wollen zielorientiert arbeiten, also eine Zufallsbewegung ausführen ist eigentlich negativ. Wobei der würde dann wahrscheinlich auch sehr schnell lernen, naja, dann sage ich nicht Zufall, sondern dann mache ich einfach Zufall, dann sage ich einfach, geh nach Norden, dann ist es genauso Zufall, aber ich kann es halt nicht negativ bewerten. Gibt es sonst noch Fragen? Ja? Genau, das ist natürlich, also die Frage war, ob es rechtliche Konsequenzen, also was das für rechtliche Konsequenzen haben kann, wenn jetzt ein Industrieroboter halt genetisch programmiert ist und der macht irgendwie einen Fehler und dann ist die Frage, wer ist schuld?
Ja, wahrscheinlich halt an die Firma, aber ja, du hast recht und genau das ist halt auch eine Problematik. Ich kann mich noch erinnern, als wir irgendwann ganz am Anfang meines Studiums, dann mussten wir dieses damals so grässlich gehasste Rückwärtskalkül, also so WP-Kalkül, so eine Rückwärtsanalyse. Und wir haben dann irgendwann den Dozenten halt in so Quality Assurance und haben uns gesagt, sag mal, wozu brauchen wir das? Und der meinte so, naja, wenn es irgendwann mal, du hast einen Airbag programmiert und der löst nicht aus und ja, du hast das Ding programmiert und jetzt kommt die Versicherung und sagt, du bist schuld, du schuldest mir 10 Millionen Euro. Und dann musst du halt beweisen können, dass dein Stück Code nicht den Fehler verursacht hat. Wenn ich den selber geschrieben habe, dann kann ich das vielleicht. Wenn ich einen genetischen Algorithmus dran gelassen habe, dann kann ich das wahrscheinlich nicht. Und das ist eben so ein Punkt, worauf ich hinaus wollte. Man will es nicht unbedingt in jeder Applikation haben. Für einen Physiker zum Beispiel allerdings, der halt irgendwelche, der der arbeitet beim CERN und der will halt so eine Vorhersage treffen, wo die Partikel dann hinfliegen, wenn sie aufeinander treffen. Da weiß man es ja eh nicht. Das heißt, eine ausreichend gute Näherungslösung ist für ihn okay. Der kann das problemlos benutzen. Ja, weil dann hat er wenigstens eine Idee, aber du hast vollkommen recht, in so einem kritischen Szenario, das wäre natürlich voll das Problem. Habt ihr sonst noch Fragen? Ah, da hinten meldet sich doch noch jemand, traut sich jemand? Ja, wenn man eine ausreichend gute Funktion hat, eine ausreichend gute Bewertungsfunktion, weil man muss halt immer, man will ja irgendwie automatisch bewerten können, wie gut ist es jetzt. Die Frage war übrigens, ich habe dran gedacht, ob man genetische Algorithmen auch zur Darstellung virtueller Welten benutzen kann. Es gibt natürlich inzwischen so wie bei den Captures auch die Möglichkeit, dass der Computer irgendwas erzeugt und dann einem Menschen gezeigt wird und sagt, so ist es für dich realistisch? Und dann sagt der Mensch ja oder nein und dann hat man ja praktisch eine Bewertungsfunktion geschaffen. Aber dann liegt halt natürlich die Schwierigkeit zu sagen, ja, was ist denn ästhetisch schön oder nicht? Was ich aber tatsächlich weiß, ist, dass Verhalten, also in so Videospielen, das Verhalten von nicht spielbaren Charakteren, also die Gegner, die dann rumlaufen, dass deren Fortbewegung teilweise heute schon in den aktuellen Videospielen verbessert wird durch genetische Algorithmen. Also die laufen, keine Ahnung, die haben halt die Anweisung, lauf immer durch die Tür, ja, und wenn da halt irgendwie jemand steht und der schießt die einen nach den anderen ab, dann lernt der und weiß so, naja, okay, durch die Tür soll ich nicht alle schicken, sonst sterben sie einer nach dem anderen, also versucht irgendwie hinten rum zu gehen oder durchs Dach oder sonst was. Also das ist tatsächlich erstaunlich, dass die Videospieleindustrie da hat. Da ist es halt aber auch nicht so kritisch, ja, wenn der dann immer gegen die Wand läuft, dann stirbt auch keiner, außer er dann, wenn der Spieler den umlegt, aber ja. Aber das ist tatsächlich, also für die Erzeugung der Welten würde ich sagen, da gibt's andere Verfahren, die vielleicht sich besser eignen, aber theoretisch wäre das möglich, auf jeden Fall. Sonst noch Fragen? Ja, bitte. Also die Frage war über das Stopping Criteria, dass man vielleicht sagen könnte, naja, wenn ich die über letzten 100 Generationen nur Prozent marginal besser geworden bin, dann kann ich ja irgendwann aufhören. Würde man so denken, allerdings, wenn du nachher vorkommst. Ich habe hier bei den Analysen, wurde tatsächlich auch aufgezeichnet, wie gut die verschiedenen Generationen sind, wie gut der Beste von einer Generation ist und wie gut der Schlechteste von einer Generation ist. Und man sieht tatsächlich, also es gibt irgendwie, wie gesagt, das ist Teil dieser Analyse, na, finde ich den Graphen, irgendwie die ersten paar hundert Generationen, die sind schlecht, so zwischen 50 und 400 geht's relativ steil nach oben und dann flacht es ab. Und sie beschreibt halt, es wird halt beschrieben, wie in den ersten 400 Generationen wird dieses Suche nach dem Müll entwickelt.
Und plötzlich bei Generation 800, 850, da sieht man tatsächlich auch im Graphen einen Sprung nach oben. Und wenn man sich halt jetzt die paar Kandidaten davor und danach anguckt, dann merkt man wirklich, kann man wirklich in der Analyse merken, die haben da plötzlich von einem Moment auf dem anderen fast, also wirklich innerhalb von kürzester Zeit das Verhalten entwickelt. Wenn ich mehreren Müll sehe, dann gehe ich erst ans eine Ende und sammle dann von dort ab. Also ja, das ist, wäre eine Möglichkeit, aber es ist, birgt halt natürlich Gefahren. Weil die Sache ist ja halt nicht nur, die rekombinieren sich unter sich, sondern auch da spielt ja dann tritt wieder die Mutation ins Spiel. Es kann ja sein, dass per Zufall durch diese Mutation, die ja eigentlich gar nicht gewollt ist, sondern einfach nur zusätzlich da ist, dass diese eine Mutation genau den Gen trifft, der diese Idee hat, sozusagen. Aber ja, wie gesagt, man muss es sich halt überlegen, aber das ist nicht so einfach. Deswegen steht es auch als großes Negativaspekt da. Ja, da hinten links. Also die Frage war, wir haben jetzt hier ein Beispiel, da hat er halt keinen, da merkt er sich seinen Zustand nicht und merkt sich auch die Umgebung nicht. Und ob, wenn man das jetzt irgendwie so in der Datenstruktur schreiben würde, ob das dann auch funktionieren würde. Also ja, es wird funktionieren. Man müsste halt ein paar andere Sachen auch verändern. Zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass dann irgendwie der genetische Algorithmus sich dann überlegt, naja, ich gehe so spiralförmig im Kreis, ja. Da gibt's ja auch 1000 verschiedene Strategien. Gehe ich an der Wand entlang, um meine Suche fertig zu machen, oder drehe ich mich im Kreis? Klar, wenn man sich halt, es vereinfacht natürlich das Problem für die Person, die nicht den genetischen Algorithmus schreibt, wenn man halt sich die Karte merkt zum Beispiel, ja. Das hat ja natürlich Vorteile. Dann wäre das Problem, dann würde ich jetzt behaupten, naja, dann ist das Problem so simpel wieder, ja, in einem 10x10 Feld, dass es sich gar nicht erst lohnt, das genetische Programm laufen zu lassen. Also es war zugegebenermaßen, worauf ich hinaus will, es war zugegebenermaßen ein sehr, sehr simples Beispiel, was ich hier genommen habe. Ich kann dir gerne nachher erzählen, was ich für ein Problem in meiner Diplomarbeit ansprechen werde. Und dann wirst du sehen, dass es sich tatsächlich lohnt, dem mal rechnen zu lassen. Mehr als, dass ich mich da jetzt hinsetze und selber durchrechne. Da rechts. Die Frage ist, wie funktioniert die Auswahl der Eltern? Also, es ist eine Einführungsvortrag, es war als Einführungsvortrag geplant. Nee, was ich sagen will, ist, es gibt bei vielen Stellen ganz viele verschiedene unterschiedliche Verfahren oder Methoden, oder wie zum Beispiel bei diesem Crossover, wie man sich die DNA teilt. Also hier ging es halt tatsächlich nur, ich schneide da ein Stück ab, an derselben Stelle und rekombiniere die. Man könnte auch bitweise die nehmen oder halt mehrere Abschnitte und die rekombinieren. Und das ist halt nur die Auswahl der DNA. Und so ähnlich, also bei ganz vielen der Stufen habe ich jetzt ein Beispiel genannt, aber es gibt tatsächlich ganz viele. Was in diesem Beispiel gemacht worden ist, das hatte ich mal erwähnt, das war probabilistische Auswahl. Das heißt, die werden auch nach gesortiert nach, wie gut sind sie. Und je besser die sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, sie zufällig als ein Elternteil zu suchen, rauszufinden. Dadurch hat man, also es gibt auch tatsächlich Verfahren, wo man sagt so, ich nehme von den 200 die 20 Besten, alle anderen, also die 10% Besten, alle anderen schmeiße ich sofort weg und die 10 Besten, die rekombiniere ich dann zufällig. Dadurch, das hat halt seine Vor- und Nachteile, es hängt halt damit ein bisschen davon ab, was man machen will. Was man halt durch dieses, je besser ich bin, desto mehr Wahrscheinlichkeit habe ich, ein Elternteil zu werden, was ich dadurch erreiche, ist, dass auch jemand, der gerade zufällig schwächer ist, ja, nehmen wir mal an, der eine kann super suchen, aber der hebt einfach nie auf. Das heißt, der wird halt nie eine hohe Score haben, einen hohen Wert haben, aber der hat immer noch eine Chance, sich zu vermehren.
Und das ist so wie ein schwacher Löwe, der vergewaltigt dann die müde Löwin und dann gibt's halt, ja, also es gibt auch in der Natur so, dass der Schwache dann doch noch seine Chance kriegt. Sonst noch Fragen? Ja, ist halt brutale Realität. Okay, ich glaube, das reicht. Ich weiß gar nicht. Ja, die Stunde ist auch rum. Das heißt, wir lassen die Bühne frei für den nächsten Vortragenden. Ich danke euch nochmal für die Aufmerksamkeit und falls ihr noch Fragen habt, ich bin noch eine Weile hier. Und falls ihr helfen wollt bei der GPN, dann könnt ihr mich auch nochmal ansprechen. Wir suchen nämlich noch Leute, die hier und da aushelfen. Aber vielen Dank nochmal.